Bei CapTrader zu Gast bei uns heute ein Star in Sachen Steuern, jedenfalls auf YouTube. Willkommen, Roland Elias. Hallo und vielen Dank, dass ich natürlich da sein darf. Ja, dann YouTube-Kanalname Steuern mit Kopf. Jetzt könnte man meinen, du hast ja richtig abgekupfert bei Kolja, aber die Sache ist ein bisschen anders. Ja, die Sache ist im Grunde ganz klar. Wir sind ja Geschäftspartner. Also Kolja und ich kennen uns jetzt mittlerweile seit 2016 und haben dann 2017 zusammen das Projekt Steuern mit Kopf gestartet und sind natürlich da Geschäftspartner im Bereich, also im unternehmerischen Bereich. Und Steuern, könnte man sagen, wurde dir in die Wiege gelegt. Genau. Steuerkanzlei von deinem Vater hast du inzwischen übernommen. Genau, richtig. Was hat der denn gesagt, dass du damals einen YouTube-Kanal angefangen hast? Also man muss sich vorstellen, 2016, das ist ja weit, weit vor Corona gewesen, da war das alles auch mit dem Online-Thema noch komplett anders. Also diesen richtigen Boom, den gab es eigentlich erst 2020, 2021. Und damals war es schon so, dass man sagt, ja, macht man das überhaupt, bringt das überhaupt irgendwas? Es gab bisher noch keinen, der es in der Größenordnung versucht hat, wie wir das dann natürlich aufgezogen hat. Und dann irgendwann, sage ich mal, sind die ersten 10, 15, 20.000 Abonnenten da und habe gesagt, okay, könnte doch langsam irgendwie was draus werden. Aber mittlerweile, sage ich mal, komplett durchgehend positives Feedback. Ja, und du selbst, könnte man dich schon als Influencer bezeichnen oder noch nicht? Ja, sag mal so, ich meine, wir haben jetzt auf YouTube knapp 75.000 Follower. Es ist jetzt, sag ich mal, nicht gerade wenig, aber ich vermeide das ein bisschen immer, weil für mich eigentlich immer noch, sag ich mal, der Hauptpunkt natürlich auf die steuerliche Beratung geht. Und für mich eigentlich, ja, sag ich mal, das ist nicht so, dass ich jeden Tag rausgehe und sage, okay, was habe ich heute irgendwie zum Frühstück gegessen oder sonstiges, sondern für mich ist eigentlich immer das Unternehmen im Fokus. Also Influencer würde ich mich jetzt selber nicht bezeichnen aktuell. Dennoch, eins der Spezialgebiete ist Beratung von Influencern. Genau. Geben sich so die Instagram-Sternchen da die Klinke bei dir in Regensburg? Sag ich mal, in die Klinke in die Hand wirklich nicht mehr, weil wir eine komplette Online-Kanzlei sind. Also wir haben keine, sag ich mal, auch so Vor-Ort-Termine mehr, sondern wir machen alles komplett online. Es ist aber schon so, dass wir sehr, sehr viele Influencer haben aus den unterschiedlichen Bereichen, Instagram, YouTube, Twitch und auch natürlich TikTok mittlerweile. Von klein bis groß, also sagen wir so, von denjenigen, der es startet und vielleicht mit ersten 1.000 Abonnenten ein bisschen Geld verdient, bis zu demjenigen, der mehrere Millionen Abonnenten hat. Dein bekanntestes oder meistgeklickte Video von dir ist allerdings gar nicht auf deinem YouTube-Kanal, sondern sogar aus dem Fernsehen. Bayerischer Rundfunk. Genau. Lohnt sich das? Wie kam es dazu? Also das ist einfach eine ganz lustige Geschichte gewesen. Einer der, ich glaube, es war der Kameramann, der war schon längere Zeit ein Fan auch von Steuern mit Kopf. Und der hat dann immer die Videos angeschaut, weil der selber da nebenbei so ein bisschen was gemacht hat. Und kam dann irgendwann die Frage, ja, wir brauchen auch einen Steuerberater, Rechtsanwalt. Das war ja gerade auch die Corona-Zeit. Und dann wollte irgendwie keiner was mit denen zu tun haben, weil die natürlich immer vor Ort waren. Und wegen den Corona-Beschränkungen, damals war ja Juni, Juli 2020. Und dann hat er gesagt, ja, dann gehen wir nochmal zum Roland, fragen bei dem mal an. Und zwei Wochen vorher kam dann der Termin zustande. Und dann haben sie gesagt, okay, in zwei Wochen sind wir bei dir in Regensburg. Und so kam das dann zustande und war wirklich auch ein sehr interessantes Format. Ist ein sehr interessantes Format, aber ist natürlich auch eine sehr interessante Erfahrung, mal wirklich einen ganzen Tag von so einem professionellen Kamerateam begleitet zu werden. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Format. Ja. Ne? Also bin jetzt nicht der GEZ-Fan, aber da macht der Bayerische Rundfunk mal eine gute Arbeit. Genau. Wechsel zu den Steuern. Libertäre oder sozusagen libertäre Vordenker wie Dr. Pollard, die sagen, Steuern sind Diebstahl. Wie ist denn so deine Einschätzung als Steuerberater? Also ich sage mal so, ich glaube, das Problem ist grundsätzlich nicht die Steuer als solche, sondern die Höhe der Steuer. Also ich denke, dass es natürlich einige Bereiche gibt, wo man sagt, okay, dafür werden Steuern sinnvoll natürlich angelegt, wie, sage ich mal, gerade jetzt in der aktuellen Situation, Landesverteidigung, Sicherheit und natürlich auch die medizinische Versorgung, zumindest dass natürlich damit alles, was grundsätzlich notwendig ist, gesichert ist. Aber das, was wir uns natürlich leisten aktuell, würde ich sagen, das ist schon viel zu viel. Und da ist natürlich schon eher die Richtung so viel Staat wie nötig irgendwo. Zu deinen Hobbys zählt Fotografie, aber auch Politik. Hast du überhaupt noch Zeit bei den ganzen YouTube-Videos dafür? Aktuell nicht. Also ich bin wirklich, habe mich da auch komplett zurückgezogen und mache eigentlich wirklich nur noch den Bereich, sage ich mal, Fotografie, Video und natürlich Social Media und natürlich steuerliche Beratung von Privatpersonen und Unternehmen. Ja, die Zuschauer können mal in die Kommentare schreiben, in welcher Partei sie dich einordnen. Würdest du in den Bundestag gewählt werden? Wofür würdest du dich einsetzen? Für ein komplizierteres Steuerrecht? Nein, komplett im Gegenteil. Also ich selber bin jetzt zurzeit mittlerweile knapp 15 Jahren in dem Bereich tätig, habe erst Steuerfachangestellte damals meine Ausbildung angefangen und ich würde sagen, Steuerrecht ist natürlich jetzt sehr komplex,
an vielen Stellen muss es vereinfacht werden, einfach natürlich für die Personen, die sich natürlich auch keinen Steuerberater oder keine Beratungsfirma leisten können. Da muss es natürlich erheblich vereinfacht werden. Ich würde mich natürlich definitiv, wenn ich tierisch in den Bundestag kommen würde, würde ich für höhere Freibeträge sein. Also da wären zum Beispiel meine persönliche Marke sowas 2.000 Euro pro Monat, also 24.000 Euro pro Jahr sollten steuerfrei sein. Und hättest du denn grundsätzlich Interesse? Ich glaube, Influencer ist bisher noch nicht im Deutschen Bundestag vertreten. Muss ganz ehrlich sagen, ehrlich gesagt nicht. Also ich habe sehr, sehr lange auch sehr viel Zeit natürlich politisch also verbracht und sehr viele Wahlkämpfe auch mitgemacht. Mittlerweile würde ich sagen, nicht mehr. Und außerdem wird es für mich persönlich nicht der Fall sein, dass ich dann von Sitzung zu Sitzung unterwegs bin, sondern für mich ist es wichtiger der unternehmerische Gedanke und das würde dann zu kurz kommen. Du machst ja sehr viel Content. Ja. Irgendwann gehen ja einem die Ideen aus. Ne? Und letztens hast du ja ein Video gemacht zu Kryptowährungen in Österreich. Genau. Ist es tatsächlich so, dass einem die Ideen ausgeht? Also grundsätzlich nein. Also es kommen ja immer wieder neue Bereiche. Ich meine, Bereich Influencer, es kommen regelmäßig neue Plattformen, Bereich Kryptowährungen. Da gibt es natürlich immer wieder, sage ich mal, Bereiche oder neue Investmentmöglichkeiten. Wenn man sich überlegt, als ich 2016 angefangen habe mit Kryptowährungen, da gab es Decentralized Finance zum Beispiel noch überhaupt nicht. Also war Staking, gab es noch nicht, es gab bloß Mining. Mittlerweile ist Staking so ein Standard-Investment, auch bei größeren Investoren. Oder zum Beispiel jetzt auch, sag ich mal, diese Neuregelung im Bereich der Futures, Terminkontrakte und Ähnlichem. Also da ändert sich ja auch laufend was. Und zudem ist es so, dass man sagt, okay, wenn man mal vor ein paar Jahren ein gutes Video gemacht hat, vielleicht macht man dann eine Aktualisierung, erweitert das Video ein bisschen. Oder zum Beispiel, man hat einfach, sag ich mal, diverse Interviews mit diversen Leuten, um natürlich dann auch vielleicht auch so andere, ja, Themen mit reinzubringen, die man sonst nicht so auf der Agenda hat. Also Themen würden mir Stand heute nicht ausgehen, denn wir haben eine Liste von knapp 500 Themen, die sich so angesammelt haben, die wir noch, aber noch gar nicht abgearbeitet haben. 500 noch? Ja. Hat ich gedacht, da ist schon alles abgefrühstückt. Nein. Ja. Wir hatten eben gerade die Kryptowährung erwähnt, auch ein Spezialgebiet deiner Kanzlei. Ja. Definitiv. Also wir betreuen aktuell ca. 720 Mandanten und davon haben ca. 250 bis 300 Mandanten Kryptowährungen. Also das heißt durch Buy and Hold oder durch Kapitalgesellschaften oder natürlich auch, sag ich mal, in Unternehmen als Zahlungsmittel wird das irgendwie dort akzeptiert. Autor bist du auch. Ja. Natürlich auch über Steuern. Genau. Wenn du nicht über Steuern schreiben würdest, was würdest du denn aussuchen? Also ich glaube, wenn ich nicht im Bereich Steuern wäre, dann wäre ich in dem Bereich Finanzen definitiv unterwegs. Für mich ist es, sage ich mal, das Wichtigste gewesen, eigentlich irgendwas mit einem wirklich nachhaltigen Charakter zu machen. Also Steuern natürlich, sagen wir so, das Thema wird niemals alt, aber grundsätzlich, wenn ich sagen würde, ich würde nicht im Bereich Steuern sein, dann wären es auch definitiv wahrscheinlich Bereich Aktien, Unternehmertum, sowas in diese Richtung. Genau. Ich könnte mir vorstellen, auch auf so einer Veranstaltung wie hier oder auf der Straße wirst du wahrscheinlich wiedererkannt. Gibt es da bestimmte Steuertipps, die von dir eingefordert werden, wonach man dann direkt fragt, um ein spezielles Themengebiet? Also grundsätzlich ist es so, dass es natürlich unterschiedlich ist, wo man unterwegs ist. Wenn man auf der Straße unterwegs ist, dann kommen ja so Alltagsfragen, klassischerweise, was kann ich als Arbeitnehmer absetzen, welche Möglichkeiten habe ich als Unternehmer, Steuern zu sparen. Jetzt heute hier natürlich bei CapTrader geht es hauptsächlich über Kapitalanlagen, also sprich Futures, Termine, Termingeschäfte und Ähnliches, aber natürlich auch zum Beispiel Trading GmbHs und natürlich auch vielleicht der ein oder andere Unternehmer, der dann da ist, der dann zum Beispiel klassische Frage stellt, ja, kann ich das auch mit meiner normalen operativen GmbH machen? Ich bin Handwerker, kann ich dort auch damit in Aktien investieren? Oder muss ich eine extra Trading GmbH machen? Das sind so Standardfragen eigentlich. Stichwort Trading GmbH. Ja. Das ist ja ein ganz großes Thema. Und du arbeitest mit unserem gemeinsamen Partner Right Capital. Da gibt es demnächst auch ein Webinar von euch mit Felix. Ja. Das ist eine spannende Sache, die wird dauernd nachgefragt, denke ich mal. Ne? Genau, richtig. Vor allem, wie gesagt, Haupttreiber dafür ist natürlich die gesetzliche Änderung 2021 von Termingeschäften, Futures Optionen, diese Verlustbeschränkung von 20.000 Euro. Aber natürlich auch immer mehr, natürlich, sage ich mal, normale Angestellte, also sagen wir Ingenieure oder die, sage ich mal, vielleicht irgendwo auch im gehobenen Dienst, im öffentlichen Dienst unterwegs sind, die nutzen natürlich ihre Freizeit ein bisschen, ja, seit Corona für Investments und haben dann festgestellt, okay, diese 25% plus Soli plus eventuell Kirchensteuer ist teuer. Gibt es die Trading GmbH natürlich, der etwas günstiger ist mit 1,5% Besteuerung plus voller Betriebsausgabenabzug. Da ist natürlich so, dass das gerade ein sehr, sehr stark wachsender Bereich ist, auch bei unserer Kanzlei. Ja, und nicht jeder hat eine Trading GmbH. Liebe Zuschauer, wenn Sie möchten, dass Roland Elias bei uns ein Webinar macht zu einem bestimmten Thema, schreiben Sie mir in die Kommentare. Du hättest Lust drauf? Auf jeden Fall. Okay, vielen Dank, Roland. Bitte gerne.